arbeitssuchend und das Thema Arbeitsrecht momentan gerade so ein bisschen leid. Deshalb lese ich das Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörungen. Das ist Schattauern GmbH, Stuttgart, Germany, und das ist wahrscheinlich sogar die erste Auflage. Ein ehemaliger Kollege von mir, Herr Professor Dr. Renat Uwe Rauchfleisch, ist Mitautor dieses Buches, deshalb lese ich das. Vorwort. Schnell die Eieruhr einfach mal auf 55 Minuten. Vor über 20 Jahren begannen Ärzte und Psychologen systematisch mit Borderline-Patienten zu arbeiten, was die große Mehrzahl ihrer Kollegen für unmöglich oder zumindest kaum machbar hielt. Heute wissen wir, dass die Prognose im Vergleich zu anderen psychischen Störungen gut ist, nicht zuletzt durch die spezifischen Psychotherapieverfahren. An ähnlicher Stelle wie vor 20 Jahren bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung stehen wir heute im Hinblick auf die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Patienten mit dieser Störung werden in forensischer wie auch nicht forensischer Klinik und Praxis immer zahlreicher und die entsprechenden Kollegen sind mindestens unsicher, wie sie zu behandeln sein könnten. Die spezifischen Therapieverfahren, oft ursprünglich für die Borderline-Therapie entwickelt, sind in unterschiedlichem Maße auf die aktuelle Herausforderung durch antisoziale Patienten vorbereitet. Tatsächlich gilt nicht mehr, was Boiler in der Erstauflage seines wegweisenden Lehrbuchs 1960, Seite 426 schrieb. Die Behandlung der psychopathischen Persönlichkeit ist leider eine nicht sehr dankbare, denn zu ändern sind sie natürlich nicht. Man muss sich mit ihnen abfinden. In der 11. Auflage desselben Lehrbuches 1969, Seite 521, heißt es bereits: Völlig verfehlt und veraltet ist es, eine Behandlung der Psychopathie von vornherein als aussichtslos und unmöglich zu betrachten. Man verstände das Wesen der Psychopathie schlecht, wenn man sich überlegt, sie beruht auf einer Erbanlage. Eine Erbanlage kann nicht behandelt werden. Was für eine Persönlichkeit aus gegebenen Erbanlagen heranreift, hängt sehr von der Lebenserfahrung. Vor der Behandlung steht typischerweise eine kompetente Diagnostik, aber auch hier herrscht bereits oft Unsicherheit, zumal eine Diagnostik nach dem strukturierten klinischen Interview für DSM-4 Achse 2, Skid 2, bei einigen Persönlichkeitsstörungen, dazu zählt auch die antisoziale Persönlichkeitsstörung, oft genug nicht der klinischen Diagnose entspricht. Sodann stellt sich bei manchen Patienten die Frage, ob diese nur antisozial oder gar psychopathisch sind.
Es ist daher an der Zeit, das vorhandene Wissen zusammenzustellen. Deshalb haben wir viele auf diesem Gebiet besonders kompetente Kolleginnen und Kollegen gebeten, an diesem ersten Handbuch der antisozialen Persönlichkeitsstörung mitzuwirken. Das Handbuch ist von 2017. Wir, die Herausgeber, haben mit diesen Patienten unterschiedliche Erfahrungen gemacht und sind uns durchaus nicht in allen Punkten einig. Das sollte eine gute Voraussetzung sein, die Vielschichtigkeit des Phänomens abbilden zu können. Wenn uns dies gelungen sein sollte, käme das vor allem den Patienten zugute, die heute von den allermeisten Kollegen sehr ungern gesehen werden, sowohl in Klinik wie Praxis. Das war vor 20 Jahren bei den Patienten mit Borderline-Störungen nicht anders. Mittlerweile werden sie von vielen Therapeuten als besonders spannende Patienten angesehen und gerne behandelt. Besonders bei der Anwendung spezifischer Psychotherapieverfahren ist bei diesen Patienten die Prognose heute besser als bei vielen anderen schweren psychischen Störungen. Wir hoffen, dass für die Patienten mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung eine ähnlich günstige Entwicklung eintritt, der ein erheblicher Zuwachs an Wissen über die Störung voranging. Daneben wünschen wir uns, dass die Forschung zur Ätiologie und Diagnostik, aber vor allem auch zur Therapie stimuliert wird, damit diese Patienten in absehbarer Zeit ebenso gut behandelbar sind wie heute Patienten mit Borderline-Störungen. Therapie vor allem deshalb, weil der fatale Trend zur durchaus notwendigen Grundlagenforschung zu einer Vernachlässigung der Therapieforschung führte. Psychotherapieforschung ist halt sehr aufwendig und vor allem über Jahre zeitraubend. Die Wirksamkeitsnachweise von Psychotherapien bei Patienten mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung stecken noch in den Kinderschuhen. In diesem Handbuch bekommen deshalb unterschiedliche Verfahren den nötigen Platz eingeräumt, unabhängig von einem Evidenzgrad. Das ist auch aus folgenden Gründen wichtig. Die Verfahren sollten animiert werden, sich um Wirksamkeitsnachweise zu bemühen. Das hängt aber nicht zuletzt von den zur Verfügung stehenden Forschungsmitteln ab. Damit können auch personelle Forschungsmittel gemeint sein, dass die keine geeigneten Bewerber für die Forschung finden. Ich bin übrigens arbeitslos hier an der Stelle. So. Selbst Probleme beim Wirksamkeitsnachweis belegen nicht automatisch eine Unwirksamkeit, sondern unter Umständen, dass mit den vorhandenen Mitteln der Wirksamkeitsnachweis noch nicht möglich war. Für Verfahren, die auf Persönlichkeits- und Beziehungsänderungen abzielen, ist ein Wirksamkeitsnachweis schwieriger zu erbringen als bei symptomorientierten Verfahren. Finde ich übrigens geil. Für Verfahren, die auf Persönlichkeits- und Beziehungsänderungen abzielen, ist ein Wirksamkeitsnach schwieriger zu erbringen als bei symptomorientierten Verfahren. Es gibt da wirksame Verfahren. Man hat jemandem ein halbes Bein ab, das funktioniert. Ansonsten wird das mit Persönlichkeitsänderungen und Beziehungsänderungen immer schwierig. Die Patienten sind sehr unterschiedlich und demzufolge entspricht der Anspruch, mit dem einige Verfahren den Königsweg beschritten, mit dem eigene Verfahren den Königsweg beschritten zu haben, einer Wahrnehmungseinschränkung, die wir bei Patienten durchaus erfolgreich behandeln können. Wenn bei ihnen ein Leidensdruck besteht, der bei
Therapiekönigin kaum je zu finden ist. Das finde ich auch gut. Die Patienten sind sehr unterschiedlich und demzufolge entspricht der Anspruch, mit dem eigenen Verfahren den Königsweg beschritten zu haben, einer Wahrnehmungseinschränkung, die wir bei Patienten durchaus erfolgreich behandeln können, wenn bei ihnen ein Leidensdruck besteht, der bei Therapiekönigin kaum je zu finden ist. Das ist super, sollte man sich ein paar Mal anhören und drüber nachdenken. Wir vier Herausgeber kommen aus unterschiedlichen klinischen Bereichen. Otto Kernberg und Udo Rauchfleisch sind seit langem ambulant tätig und haben dabei hinsichtlich der Psychotherapie von antisozialen Patienten durchaus unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die dazu führten, dass Otto Kernberg ausgesprochen skeptisch hinsichtlich der möglichen Behandlungserfolge war, während Udo Rauchfleisch die Prognose dieser Patienten optimistischer schätzte. Per Birken als forensischer Psychiater und Psychotherapeut hat mit Patienten mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung vor allem dann zu tun, wenn diese straffällig geworden sind. Und Bürger Dulz hat seine Erfahrung vor allem im Rahmen der stationären Psychotherapie gemacht. Auf einer Station seiner Klinik konnte er in geballtem Maße beobachten, dass eine Therapie durchaus erfolgreich sein kann, vor allem wenn der jeweilige Patient mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung empathiefähig ist und es gelungen ist, seine Empathiefähigkeit in absehbarer Zeit zu entwickeln. Neben den vielfältigen therapeutischen Disziplinen, die den größten Platz im vorliegenden Handbuch einnehmen, haben wir uns bemüht, viele andere Aspekte zu berücksichtigen. Der erste Abschnitt dieses Werkes betrifft die Geschichte und Epidemiologie. Sodann folgt die Darstellung der Grundlagen von Genetik über soziale Faktoren und rechtliche Themen bis zur Prognose. Im Abschnitt Klassifikation und Diagnostik beansprucht vor allem die Differentialdiagnostik bedeutsamen Platz. Die Symptomatologie beinhaltet nicht nur klassische psychiatrische Beiträge über beispielsweise Angst und Dissoziation, sondern auch die Illustration von Beziehungsaspekten und schließlich dann die durchaus sehr unterschiedlichen Therapieverfahren. Aber zu diesem komplexen Thema hatten wir oben bereits einige Anführungen gemacht. Ein, wie wir finden, umfassendes Handbuch wie dieses lebt natürlich vor allem von der theoretischen Kompetenz und praktischen Erfahrung der zahlreichen Autoren, aber auch von der Arbeit der vielen Personen hinter den Kulissen. Sind das nur Herausgeber oder auch Autoren? Steht gar nicht hier. Scheint ein paar Autoren mehr zu geben. Da sind auch Adressen vorne. Im Inhaltsverzeichnis steht drin, wer was geschrieben hat.
wir finden umfassendes Handbuch, wie dieses lebt, natürlich vor allem von der theoretischen Kompetenz, so bla bla. Zeichen für uns hinter den Kulissen. Stellvertretend für alle bedanken wir uns insbesondere bei Herrn Dr. Wolf Bertram und Frau Dr. Nadja Urbani vom Schattauer Verlag für die erhebliche und aufwendige Unterstützung sowie Frau Marion Lemnitz, die in bewährter und kompetenter Weise die Lektorierung der Texte durchführte. Frau Diplompsychologin Petra Holler hat die englischsprachigen Texte übersetzt. Ihre Arbeit ist neben der sprachlichen auch die fachliche. Ihre Arbeit ist neben der sprachlichen auch die fachliche Kompetenz deutlich anzumerken. Ja. So, dann sind wir bei die Historie der antisozialen Persönlichkeitsstörung, vor allem von skrupellosen über psychopathischen Persönlichkeiten zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Torvi Abel und Bürger Dulz. Einleitung. Skrupellosigkeit ist ein Fixiertsein auf die Historie der antisozialen Persönlichkeitsstörung von skrupellosen über psychopathische Persönlichkeiten zur antisozialen Persönlichkeitsstörung. Skrupellosigkeit ist ein Fixiertsein auf schändliche Taten und Worte. Der Skrupellose ist aber einer, der leichtfertig schwört, einen üblen Ruf hat er spielt gerne den Gastwirt, den Puffbesitzer, den Steuereintreiber und pflegt kein schändliches Gewerbe von sich zu weisen, vielmehr sich als Ausrufer, Koch und Glücksspieler zu betätigen. Seine Mutter lässt er hungern. Sich beim Diebstahl erwischen und im Gefängnis wohnt er länger als im eigenen Haus. Theo Frass, 2000, Seite 37.
In dieser Beschreibung eines skrupellosen Charakters, die vom Aristoteles Schüler Theophrast 372 bis 287 vor Christus stammt, sind Übereinstimmungen mit den heutigen Merkmalen der antisozialen Persönlichkeitsstörung zu erkennen. In seiner Schrift beschrieb Theophrast 30 Charaktere, die alle eine Charakterstörung auszeichnet. Der Charakter, ich weiß gar nicht, ob es hier eine Literatur gibt, Literaturverzeichnis, ist ein Sachverzeichnis. Hier fast 2000 Charaktere, Baden-Baden im Inselverlag erschienen. Der Charakter und Persönlichkeit begriffsgeschichtlich weitgehend identische Begriffe sind, können die Wurzeln von Persönlichkeitsstörungen bis in das Altertum zurückverfolgt werden. Zwischen Theophrasts Schriften und dem heutigen Konzept der antisozialen Persönlichkeitsstörungen liegt eine lange Entwicklungsgeschichte, die weitgehend mit der Geschichte des psychiatrischen Konzepts von Persönlichkeitsstörungen übereinstimmt und nicht unabhängig von dieser berichtet werden kann. Ich hole mir gerade noch einen Kaffee. Ich habe noch über 30 Minuten auf der
Als erster nähert sich der französische Psychiater Philippe Pinel dem Konzept der antisozialen Persönlichkeitsstörung. Er prägt den Begriff der Manie sans délire, deren Kennzeichen Einschränkungen im affektiven Bereich und eine Tendenz zum impulsiven Verhalten bei unbeeinträchtigten Verstandsfunktionen waren. Beeinflusst von diesem französischen Ansatz entwickelt der amerikanische Arzt Benjamin Rush in 1812 sein Konzept der Moral Alienation of Mind und der Perversion of Moral Faculties. Moral Alienation of Mind and Perversion of Moral Faculties. Fehlendes und gestörtes Moralempfinden sah Rush als zentrales Störungsmerkmal an, das Aggression, Rücksichtslosigkeit und Verwahrlosung verursacht. Der englische Arzt James C. Pritchard prägt 1835 den über den englischen Sprachraum hinaus verbreiteten Begriff der Moral Insanity. Pritchard sprach in dem Zusammenhang von einer Morbid perversion of natural feelings, affections, inclinations, temper, habits and moral dispositions. Aufgrund dieser drei Konzepte wurde in der Folgezeit in vielen Arbeiten ein Schwerpunkt auf den Aspekt der sozialen Devianz bei der Beschreibung des Störungsbildes gelegt. Von der Degenerationslehre zum Psychopathiebegriff.
wie gesagt, von der Degenerationslehre zum Psychopathiebegriff. Ab 1850 rückte die Degenerationslehre in Entartungslehre und somit die Frage der Vererbbarkeit von Eigenschaften in den Fokus. Ein wichtiger Vertreter dieser Lehre ist der französische Psychiater Benedict Amorel, der 1857 psychische Störungen als Folge einer Vererbung von schädlichen Umwelteinflüssen verstand. Die Schwere der Störung nahm laut Morel bei der Generationsfolge zu und führte am Ende zu ihrem Aussterben. Der italienische Psychiater Cesar Lombroso ging, beeinflusst von der Degenerationslehre, von der Evolutionstheorie Darwins und einer vererbbaren kriminellen Anlage aus. So nochmal. Der italienische Psychiater Cesare Lombroso ging, beeinflusst von der Degenerationslehre und der Evolutionstheorie Darwins, von einer vererbbaren kriminellen Anlage aus. In seinem berühmten Werk L'Uomo Delinquente, der geborene Verbrecher, behauptete er 1876, dass Kriminelle besondere körperliche und geistige Merkmale auszeichnen, die einen nach frühen bereits vergangenen Gattungsstufe gehören. Atavismus. Zur Bestätigung seiner Hypothese untersuchte Lombroso die Körper von lebenden wie verstorbenen Kriminellen, wobei sein Interesse vor allem den Köpfen der Verbrecher galt. Nach seinen Untersuchungen beschrieb er Merkmale, die überproportional häufig in der Gruppe der Verbrecher vorkommen. Mittlere Hinterhauptgrube, eine fliehende Stirn, Verbildungen der Zähne, stark hervortretende Ober- und insbesondere Unterkiefer, Asymmetrien des Schädels und des Gesichtes. In Deutschland beeinflusste die Degenerationslehre die Arbeiten des deutschen Psychiaters Julius Eller Koch, der 1891 mit seinem Konzept der psychopathischen Minderwertigkeiten ebenso einflussreich wie schon Pinel Rush und Prichard wurde. Koch als Begründer des Psychopathiebegriffs, dem lange bestehenden Oberbegriff für Persönlichkeitsstörungen. Koch ging von angeborenen psychiatrischen Degenerationen im Bereich des Gehirns aus, die intellektuelle und moralische Schwächezustände bedingten. Die Verwendung des Begriffs Minderwertigkeiten führte dabei
zwar unbeabsichtigt, jedoch überdauernd zu einer weit verbreiteten moralischen Abwertung kranker Persönlichkeiten. Der deutsche Psychiater Emil Kraepelin prägt darauf folgend den Begriff der psychopathischen Zustände. In den verschiedenen Auflagen seiner Lehrbücher spiegelt sich die Entwicklung von der Degenerationslehre zu einem konstitutionellen Verständnis von abnormen Persönlichkeiten wider. Zuerst verstand Kraepelin Persönlichkeitsabnormalien im Sinne der Degenerationslehre als angeborene Defektzustände. In der fünften Auflage, die 1896 erschien, sprach er erstmalig von psychopathischen Zuständen. In der siebten Auflage seines Buches, die 1904 veröffentlicht wurde, legte er einen Fokus auf Dissozialität. Er unterschied zwischen psychopathischen Persönlichkeiten, zu denen die geborenen Kriminellen zählten, und originären Krankheitszuständen, von denen zum Beispiel die Lügner und Schwindler und Pseudo-Querulanten gehörten. Fünf Jahre später führte Kraepelin in der achten Auflage weitere Persönlichkeitstypen ein, die er dem Begriff psychopathische Persönlichkeiten zuordnete. Das dissoziale Element blieb somit als Untergruppe der psychiatrischen Persönlichkeitstypen bestehen. Und jetzt werden die Erregbaren, die Haltlosen, die Triebmenschen, die Verschrobenen, die Lügner und Schwindler, die Gesellschaftsfeinde, die Streitsüchtigen. Als Krankheitsursache sah Kraepelin jetzt die Konstitution. Entsprechend der Konstitution sollten demnach einzelne Persönlichkeitsmerkmale mehr oder weniger vordergründig sein. In seinen Beschreibungen des Gesellschaftsfeindes, auf die auch Bleuer Bezug nahmen, lassen sich Parallelen zur antisozialen Persönlichkeitsstörung finden. Mitgefühl mit anderen, instinktives Empfinden der Rechte anderer fehlt oder ist ganz ungenügend entwickelt. Daneben können die anderen Arten von Gefühlsregungen vollständig erhalten oder ebenfalls betroffen sein. Der bloß
herzlose Mensch wird anderen Schmerzen zufügen, wenn er sich dauernd einen Vorteil verschaffen kann. Aber auch in der Beschreibung der Triebmenschen sind Übereinstimmungen mit den ICD-10-Kriterien in Bezug auf den rücksichtslosen Umgang mit anderen Menschen zu erkennen. Triebmenschen, manche schulden über Schulden und ruinieren sich und oft viele andere Leute, mit denen sie in Beziehung kommen. Konzept der psychopathischen Persönlichkeit. Konzepte zur psychopathischen Persönlichkeit. Ich mache nochmal wieder Pause, weil ich über das, was ich hier gelesen habe, nachdenken muss. Konzept zur psychopathischen Persönlichkeit. In den folgenden Jahren wurden immer mehr Typologien entwickelt, die Störungen in der Persönlichkeitsentwicklung nach charakterlichen Besonderheiten systematisierten, beschrieben und zu erklären versuchten. Im deutschsprachigen Raum war die in den 1920er Jahren veröffentlichte Schrift über die psychopathischen Persönlichkeiten von Kurt Schneider einflussreich und verbreitet.